schöne Tasche bis Knall auf YouTube! Und wir machen schon ab! Leute, heute testen wir Shirin David Ablas Food Hotspots. Dieses Video ist ja ziemlich populär auf YouTube. Probieren wir alle 7? Nein, wir probieren nicht 7, wir probieren eigentlich 4 oder 5. Das Ding ist, das erste haben wir schon probiert, hier blenden wir euch ein Video ein. Wir haben komplett die Datei verloren, aber warte, ihr seht hier kurz erstmal ein Video. Leute, wir haben die komplette Datei verloren, deswegen war halt so eine Insta-Story nicht haben eingeblendet. Wir zum Glück noch eine Insta-Story, aber du kannst mir erzählen, wie das war. Also, voilà, war lecker, guter, sehr guter Service, also wirklich Leute, stabil, aber war teuer, sehr teuer. Also. Guck mal Leute, das Brot war sehr frisch, wir haben direkt nachgefüllt, wenn das Brot leer war, direkt nachgefüllt. Ja, das war Wasser, selbstgemacht, genau, selbstgemachtes Brot. Wasser war auch direkt, wurde das Wasser leer, haben sie direkt auch aufgefüllt. Richtig frischen Orangen, ich habe zu frisch gepressten Orangensaft. Genau Leute, aber Qualität hat seinen Preis, aber wir haben nicht gerechnet. Das so teuer war mit 4 Personen da, haben 105 Euro gezahlt, genau. Weil das Ding ist, dass das Essen an sich hat 70 gekostet, dann unsere Getränke. Also 17,50. Also ein Essen pro Person war 17,50. Ja. Plus die ganzen Zusätze. Wir hatten ja noch einmal hier dieses Börek einmal dazu genommen. Stimmt, Zigarra Börek. Dann hatten wir halt einmal Apfelsaft. Was hattest du? Du hattest zweimal Tee. Ein Tee. Aber hatte doch auch Tee. Ja, wir hatten sonst zweimal Tee. Ja, so, ja. Und ich hatte halt frisch gepresste Orange. Der war aber auch lecker, muss man wirklich sagen. Also insgesamt, der Laden war lecker. Also wenn ihr euch was gönnen wollt, dann geht da hin. Aber ihr müsst halt viel zahlen. Das ist halt Gönnung, ne? Also was heißt viel Luxus zahlen? Luxus hat den Preis, oder? Viel zahlen im Vergleich zu uns in Duisburg, sage ich mal. Da zahlst du 7, 8 Euro für ein All You Can Eat. Mit genau das Gleiche. Nur nicht halt so mit dem Service, mit dem Luxus, den ihr habt. Aber ja, Leute, es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Aber wir fahren jetzt erstmal zu Superhahn. Superhahn, ne? Frag Shirin, das ist ihr Lieblingsdöner. Shirin, was? Also Lieblingsdöner? Lieblingsdöner. Okay, wir gehen jetzt nach Superhahn. Mit Döner kennen wir uns aus. Holen wir 2 Döner? Ja. Ich hole mir einen Döner. Leute, ganz, ganz kleines, aber großes Problem. Der Laden. So, Leute, ich hoffe, man hat es gesehen. Kleines Problem, der Laden ist einfach zu. Wie nennt man das AB? Ich glaube, die machen Ferien. Also ja, also die Urlaub halt. Also der Laden ist jetzt auch weg. Wo gehen wir jetzt hin, AB? Noch ein Laden, den wir leider nicht testen können. Den Superhahn hätte ich gerne einmal getestet. So, keine Ahnung warum, aber halt Superhahn, ne? Ja. Aber dann gehen wir jetzt noch. Wir haben jetzt, was haben wir noch vor uns? Burger. Wir haben einen Burgerladen vor uns. Und dort ist Shirin Abla immer ein doppelten, also ein Cheeseburger mit Doppelpatty, den holen wir auch. Das ist smart, Doppelpatty, oder? Genau, Doppelpatty geht immer. Mhm. Wir geben kurz die Adresse ein und fahren wahrscheinlich wieder jetzt 1 Stunde dahin. Haut rein. Ja, Leute, wir sehen uns wieder. Shirin Ablad aus uns enttäuscht dann. So, Leute, hier haben wir den Doppelpatty Cheeseburger von Loredana. Genau so, wie sie den isst, ne, Abi? Genau so. So, Leute, sieht der Burger auf jeden Fall aus. Die haben ordentlich Soße, Zwiebeln, liebisch. Sauergurken sind das? Sauergurken, ne? Ich denke mal. So ein Doppelpatty natürlich. Unter dem Patty ist nichts. Darunter ist nochmal Salat und Soße. Soll ich direkt reinbeißen, Abi? Ich würde sagen, beiß rein und sag mal. Boah, der sieht richtig saftig aus, ne? Ja. Das Brot sieht auch fresh aus. Warum beißt du mit Karton rein, John? Boah. Ist krass. Das ist der erste Biss und der schmeckt schon gut, warte. Ja, eigentlich muss man ja mal so 2 Bissen, weiß ich mehr. Boah. Ist geil. Der ist fresh. Der ist richtig saftig. Oh mein Gott. Probier mal, Abi. Ey, das ist einer der geilsten Burger, die ich gegessen habe. Boah, diese Mayo ist auch richtig gut dazu. So schräg abgebissen, ne? Egal, beiß einfach rein, aber ich vertrau mir. Du hast komisch reingebissen, ich kann gar nicht. Warte mal, ich beiß von hier rein. Das sucht, der ist so saftig, AB. Vertrau mir. Mm. Der ist extrem lecker, ne? Also ich feier den. Boah. Mach halt dieses. Ich bin euch ehrlich. Das ist mit einem der besten Burger, die ich bis jetzt gegessen habe. Ne? Ja, ich auch. Der war noch 4,50, ne? Plus halt 2,50 wegen einem extra Patty. Also 7 Euro für so einen Burger gebe ich sehr, sehr gerne her. Aber ich habe noch eine Special-Sache dabei. Und zwar habe ich noch eine Special-Sache und das ist ein Veggie-Burger, Olin. Du und Veggie? Ja, Olin, manche mögen halt kein Fleisch. Was soll ich machen? Ich probiere es auch für die. Das ist ein Veggie-Chicken-Burger, glaube ich. Okay, so. So sieht dann ist automatisch. Ich glaube, Veggie ist vegan sogar, ne? Nicht nur vegetarisch, oder? Wir beißen mal von hinten rein, weil da mehr Soße ist. Warte. Boah, es hat voll geil angehört, wie du reinbeißt. Mmh. Riechen tut jetzt nicht gut, sagen wir mal so, ne? Aber das schmecken. Also das schmeckt okay. Ja? Das schmeckt jetzt nicht besser, wenn so Weltunterschied. Man merkt halt, dass das Patty voll komisch ist.
Aber ich schwöre, die haben das richtig gut hinbekommen mit dem Fake-Fleisch, sage ich mal. Es gibt ja Sachen, die sollen nach Fleisch schmecken, manche sollen ja jetzt gar nicht nach Fleisch schmecken, ne? Leute, naja, der sieht ziemlich trocken aus, aber... Der ist auch trocken. Als ich gebe jedem eine Chance, ne? Ich finde, der schmeckt okay. Das hört sich voll geil an. Ich finde, der schmeckt gut eigentlich, ne? Aber ich würde, wenn jetzt jemand drücken und sagen, der ist aus Fleisch, ich würde das glauben. Ich finde nicht, dass man denkt, man checkt das, weiß, was ich meine. Leute, wir haben ja bei Max einmal eingeholt. War richtig. Und wir haben ja fast gekotzt von dem, von diesem Veggie-Burger. Ich würde, gib mir den Burger, ich würde den ganz sehr essen. Ich bin ehrlich. Du würdest, also würde dir nicht jemand sagen, dass der Veggie ist, dann würdest du es auch nicht merken. Natürlich schmeckt der anders, aber der schmeckt jetzt nicht nach einem Krass. Der schmeckt wie ein Mc's-Burger, finde ich ein bisschen. Aber der schmeckt jetzt nicht komplett nach Ding. Weißt du? Ich extrem geil, ich bin dir ehrlich. Mhm. Besser als ein Cheeseburger. Aber klar, ich glaube, nach einer Zeit würdest du merken, dass der Veggie ist, aber man merkt das nicht direkt so. Ja. So, Leute. Wir haben jetzt noch einen Stopp vor uns. Wir fahren jetzt noch dahin. Und dann probieren wir noch da und gucken. Und geben unser abschließendes Fazit dazu ab, ja, ne? Ja, bis gleich. So, Leute, ich chill gerade schön in meinem Auto, während Can sich in die Schlange gestellt hat. Hier bei Izmir Köfteci. Er holt jetzt einen Köfte, kann da schön ein bisschen warten. Meine Schwester hat sich da drüben angestellt, weil David hat auch hier einmal Lokma getestet. Vielleicht nehmen wir das mit ins Video, wissen wir noch nicht. Ja, wir warten auf die beiden. Während ich schön gemütlich hier ein bisschen rumsitzen kann. Tadam. So, Leute, jetzt probieren wir auf jeden Fall den Köfte de Chica de Shirin David. Wofür du so lange angestanden hast. Ja, ich habe locker eine halbe Stunde gewartet. Aber man sagt ja immer, für gute Sachen wartet man lange, ne? Genau. Wir zeigen euch erstmal den, was das ist. Gepellt, ich finde schon. Köfte, Brot, was auch immer, wie man es nennt. Halt mal auf, mal. Nein, Mann. Wow. So, Leute, da sind auf jeden Fall anscheinend mehrere Soßen. Hier ist das Fleisch. Mit allem gemacht. Zwiebeln. Rucola. Nee, was ist das? Zwiebeln. Sind da Tomaten? Nee, ne? Doch, da sind zwei, eine Tomate. Ja, eine Tomate. Und das ist das Ding, Chirp. Ja, das Köfte, ja. Köfte, ja. Okay. Das ist Petersilie. Nee, keine Ahnung, was das hier ist. Doch, das ist Basilikum, das weiß ich. Ja, aus Petersilie. Ich würde sagen, beiß mal rein. Guck mal, ob das alles gut harmoniert. Das sieht voll geil aus. Oh, Brot. Brot kackt rein, man sieht schon direkt. Und? Lecker, aber. Brot? Brot kackt bei mir meiner Meinung nach ein bisschen rein. Man ist gut geschärft. Sehr gut geschärft, also für mich perfekt. Aber ein bisschen trocken. Das Fleisch ist aber lecker. Okay, lass uns mal probieren. Oh, das ist extrem trocken. Probier mal. Ne? Entweder liegt das daran, dass ich den Anfang habe. Man merkt das schon am Brot, dass es steinhart. So macht man kein Brot, so serviert man das auf jeden Fall nicht. Also entweder liegt das daran, dass ich den Anfang gebissen habe, oder der ist einfach extrem trocken. Nein, nein, guck jetzt wie extrem. Ich finde, das ist voll trocken innen drin. Ich finde, es schmeckt, aber es ist zu trocken. Und das Brot kackt es meiner Meinung nach. Da ist Eiweiß drin. Und? Ist es auch zu trocken? Wollen wir nur das Fleisch? Das Fleisch ist lecker. Oh. Halt trocken, ja. Ja. Es schmeckt okay. Das Fleisch ist geil. Aber ein bisschen mehr Soße fehlt meiner Meinung nach. Das hat nichts mit der Soße zu tun. Beim Brot scheiße, das kannst du so viel Soße, so willst du rein tun. Es wird nicht besser, das Brot. Nee. Das ist zu trocken für mich. Gib mal. Ja, Leute, man muss auch ehrlich sein. Guck mal, da unten geht's. Weißt du, jetzt einmal hier oben? Ja. Ballert nicht, ne? Hier oben zu trocken. Ja, das ist das Ding. Das so ist. Ja. Man kaut erst zu Ende und redet danach. Egal. Deswegen mache ich das auch immer. Essensbewerb, Holem. Ja. So, Leute, willkommen zum abschließenden Abschluss. Holem Vögel, seid leise. Das Frühstück konnten wir leider euch nicht komplett zeigen, aber ihr hattet ja einen kleinen Einblick gehabt. War fresh. Ich würde das auf 1 packen. Nein, das nicht, Frühstück. Nicht Preis-Leistung, sondern nur generell. Ich würde den Burger auf jeden Fall auf 1 packen. Ja? Okay, doch, der Burger war extrem, ne? Aber ein fresh Frühstück, ich finde generell, Frühstück kannst du nicht so bewerten wie ein Burger zum Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Ja. Weil Frühstück ist halt so Frühstück, da kannst du eigentlich alles essen, weißt du, was ich meine? Ja. Aber der Burger war wirklich Preis-Leistung gesehen extrem krass. Also Leute, wenn ihr was essen wollt von den schwierigen Sachen, geht zu diesem Burger. Der kostet in Berlin auch noch 4,50 nur. Und ich meine, Berlin ist generell alles teurer. Genau. Döner konnten wir leider nicht bewerten. Mhm. Das ist so ein Ding Döner auf die schnelle Welle, wenn ihr mal kurz was essen wollt, aber jetzt nicht gerade das beste Geschmackserlebnis haben wollt. Also aber es macht satt. Ich würde es nicht nochmal kaufen und mich vor allem nicht in die Schlange einstellen. Also es ist relativ günstig, aber also 5,50 € war das. Aber ich würde nicht dafür so lange warten. Und ja, abschließend würde ich sagen, Berlin hat zwar geile Shirin hat zwar geile Foodspots und so, ich würde gerne mal den Döner probiert haben. Aber insgesamt würde ich so eine 8 von 10, 7 von 10 geben, weil da war der hat ein bisschen reingeschissen, finde ich. Komm mal eine 7 von 10. Hau rein. Bis zum nächsten Mal. Mit euch. Aus Berlin. Tschüss.